Für die Rinderroulade eignet sich am besten die Rinderoberschale. Auch Rinderunterschale wird gern angeboten, ist aber qualitativ nicht so hochwertig. Am besten eignet sich das Mittelstück der Rinderoberschale. Die Rinderroulade ist vorrangig in Deutschland und Österreich seit etwa 3 Jahrhunderten ein traditionelles Gericht. Der Begriff Roulade leitet sich vom französischen Rouler ab, was so viel bedeutet wie Rollen. Es gibt unzählige Variationen wie Fischroulade, Kalbsroulade, Krautroulade und so weiter und so fort. Eine gute, angemessene Größe sind ca. 300 Gramm, da die Roulade beim Schmoren noch etwas eingeht. Als nächstes wird die Roulade geklopft. Ja, beim Klopfen ist zu beachten, dass das Fleisch nicht zu stark geklopft wird und ein bisschen nach außen getrieben wird, sodass man schön die Roulade danach füllen kann. Als nächstes werden die Rouladen gewürzt mit Salz und Pfeffer, danach mit Senf bestrichen und anschließend gefüllt. Dazu Zwiebeln, Speck und saure Gurken. Und schön reichlich füllen, das bringt Geschmack. Der nächste Schritt ist das Wickeln und das Binden. Ich verwende gerne Strick dazu, man kann auch Rouladennadeln dafür nehmen. Finde ich persönlich ein bisschen ungünstig, weil beim Anbraten der Roulade stört einfach diese Nadel dort immer. So, also hier drauf achten, dass die Enden ein bisschen eingeklappt werden. Fest zuziehen. So. Der nächste Schritt ist das Anbraten. Pflanzenöl in den Topf. Wichtig dabei ist, richtig heiß werden lassen, damit die Roulade richtig scharf angebraten wird. Kurz und scharf. Gibt einfach richtig Geschmack. Das ist genau der Moment, wenn das Öl schon langsam anfängt zu qualmen. Jetzt nehme ich die Rouladen wieder heraus. Direkt im Anschluss wird das Wurzelgemüse angebraten. Da haben wir Möhren, Sellerie und Zwiebeln. Alles in etwa zu gleichen Teilen. Als nächstes das Tomatenmark. Auch schön mit anschwitzen. Das Anbraten ist besonders wichtig für den Geschmack, weil sich die Röstaromen richtig entfalten können. So. Als nächstes mit Rotwein ablöschen. Schön einreduzieren lassen. Das wird dreimal wiederholt. Im nächsten Schritt wird die Rinderbrühe aufgefüllt. Kleiner Tipp, am besten am Vortag zubereiten. Man kann auch Gemüsebrühe nehmen, man könnte es auch einfach mit Wasser auffüllen. Aber eine schöne Fleischbrühe bringt einfach am meisten Geschmack. Jetzt das Ganze aufkochen lassen und die Rouladen hinein. Üblicherweise sollte die Fleischbrühe schon so gut gewürzt sein, dass man keine anderen Gewürze mehr braucht. Aber je nach Geschmack und je nachdem kann man noch Gewürze zugeben. Dafür empfehle ich Piment, Pfefferkörner und Lorbeer. Man kann so ein Gewürzsieb verwenden, man kann ein Teeei verwenden, man kann auch einen Teebeutel verwenden. Alles möglich. Zack,
und rein. Das ist der Moment, wo die Rouladen wieder zurück in den Topf kommen. Hier sieht man sehr schön, dass die Rouladen zu 2/3 mit Brühe bedeckt sind. Das ist genau richtig fürs Schmoren. Also nicht mehr und auch nicht weniger. Das entspricht dann genau der Soßenmenge, die man für die 4 Rouladen braucht. Deckel drauf und ca. 1,5 Stunden auf kleiner Flamme schmoren lassen. Zu unserer Rinderroulade empfehle ich Ihnen klassischen Apfelrotkohl. So, die Rouladen sind fertig, werden aus dem Topf genommen. Mein Tipp für die Soße, kurz nochmal pürieren mit dem Pürierstab. Wenn es abgekühlt ist, den Strick entfernen. So, zu der Roulade servieren wir Thüringer Klöße und unseren Apfelrotkohl. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude beim Nachkochen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu mir in die Dresdner Aussicht. Ihr Matthias Menz. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.